So, herzlich willkommen. Heute machen wir den Achter. Und zwar, das ist wahrscheinlich mit der bekannteste. Der heißt, im Usul-System heißt der Düyek, der Rhythmus. Und die ganze Bauchtanzfraktion, die kennt den unter dem Namen Maksum. Genau, der macht total viel Spaß. Ist ein Achter. Wir zählen also bis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also hier bis zum Ringfinger. Zählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und wir sprechen dazu den Basis-Usul. Der geht düm, tek, tek, düm, tek. Ja, ich spreche es einfach mit. Achtung, geht los. Düm, tek, tek, düm, tek. Düm, tek, tek, düm, tek. Düm, tek. Tek, düm, tek, düm, tek, 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 tek, düm, tek, Schluss. Ja, das ist die Basisform und wir spielen dieses düm, tek, tek, düm, tek als rechte Hand. Tek, tek, düm, tek. Düm, tek, tek, düm, tek. Düm, tek, tek, düm, tek. Düm, tek, tek, düm, tek. Dazwischen kommen jetzt hier Doubles in der linken Hand, also Floating Hand, ne? Düm, tek, tek, düm, tek. Düm, tek. Düm, tek, tek, düm, tek. Eins. Nochmal. Düm, tek, tek, düm, tek. Eins. Das mal im Loop. Düm, tek, tek, düm, tek. 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 Düm, tek, tek, düm, tek, düm, tek, tek, düm, tek. Das ist der Rhythmus erstmal. Okay, und den spielen wir immer dreimal und beim vierten Mal kommt eine Variation und dann nehmen wir eine typische Dabuka-Variation, die heißt takita tok ta takita tok ta tom gari. Ja, das ist der Rhythmus. Takita tok ta takita tok ta tom gari 1. Nochmal. Takita tok ta takita tok ta tom gari 1. Ich zähle mal hier 1, 2, 3, 4. Takita tok ta takita tok ta tom gari 1. Das sind jetzt Viertel, ja? Takita tok ta takita tok ta tom gari 1. Das spielen wir. Split Hand, linke Hand. Und hier kommen immer die Akzente. Takita, tokita, takita, tokita, tom. Also bis dahin. Takita, tokita, takita, tokita, tom. Ah, nochmal langsam, ne? Takita, tokita, takita, tokita, tom. Das sind vier Stück. Nochmal. Takita, tokita, takita, tokita, tom. Und da kommt jetzt Gari hinten dran, ja? Gari, Gari, Tom Gari. Und davor kommt ein Vorschlag. Gari, Tom Gari, Tom Gari. Die ganze Figur. Takita, Tokita, Takita, Tokita, Tom Gari. Ja, das ist diese Variation. Nochmal. Takita, Tokita, Takita, Tokita, Tom Gari. Kann man auch mal einen Loop machen. Macht Spaß. Takita, Tokita, das ist die Variation. Okay, die kommt immer sozusagen, nachdem wir dreimal gespielt haben, den Rhythmus. Das ist unsere Basisform. Das wiederholen wir, das kennen wir schon, das System, ne? Das wiederholen wir dreimal.
Und beim vierten Mal spielen wir einmal Rhythmus, dann diese Variation, nochmal Rhythmus und am Schluss spielen wir 1, 2, 3, Tacke. Das ist dann, da geht es dann wieder los. 1, 2, 3, Tacke und dann von vorne. Wir machen mal diese vierte Gruppe. Vier Takte sind es jetzt. Rhythmus, Variation, Rhythmus und dann dieser Abschluss. 1, 2, 3, 4 und. Ja, okay, probieren wir es mal. Und jetzt. Gerade nochmal Rhythmus. 1, 2, 3, 4 und 1. Da geht's wieder los. Probieren wir mal. Rhythmus. Und. Boom, tack, tack, boom. Variation. Rhythmus. Abschluss. 1, 2, 4 und. Das 4 und machen wir natürlich nur, wenn wir weiterspielen. Ansonsten hören wir einfach mit den Klatschen auf. Okay, alles zusammen. Also ich erkläre mal. Wir spielen also 4x4 Takte. Bei den ersten drei Gruppen ist es immer 3x Rhythmus, dann Variation. Und beim vierten Mal spielen wir 1x Rhythmus, Variation, 1x Rhythmus und dann diesen Abschluss. Das ist so eine Form, die ich ganz oft benutze und da hat man eine schöne Rasenlänge. Macht Spaß zu spielen. Da weiß man, wann man aufhören kann. Okay, geht los. Machen wir es mal einmal ganz ein moderates Tempo. 3, 4. Achtung. Jetzt kommt die zweite Gruppe. Viertes Mal. Und takita 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 tom gadi Rhythmus. Abschluss. 2, 3 und wiederholen. Das ist ganz zu Ende. Das ist es im Prinzip. Genau. Das ist ein schönes Tempo. Man kann es auch schneller spielen, aber das so für einen Start ist das ganz gut. Viel Spaß. Dujek oder Maxum heißt er auch.